Ja, sehr zufrieden, weil wir vom ersten Tag hier Top-Bedingungen gehabt haben, sowohl im Hotel, aber vor allen Dingen auch auf dem Platz. Sehr wichtig für uns, haben die Tage vollgepackt, konnten da gut trainieren, konnten uns entwickeln jetzt auch. Und wie gesagt, es war dann wichtig, das heute im Spiel nochmal zu sehen gegen einen guten Gegner, der die letzten zwei Tage ein bisschen weniger trainiert hat und deswegen vielleicht auch in manchen Situationen ein bisschen frischer war. Aber wir haben es insgesamt sehr gut gemacht und nochmal gegen eine sehr gute Mannschaft auch gewonnen. Und deswegen kann man jetzt zur Hälfte des Trainingslagers sagen, dass wir bis jetzt das sehr ordentlich gemacht haben. Wir haben leider ein paar angeschlagene Spieler. Da wollen wir natürlich schauen, dass wir die schnellstmöglich wieder fit bekommen. Auch heute hat man gemerkt, dass die zwei vollen Trainingstage davor, dass die in den Beinen gesteckt ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel machen, weil wir darauf achten müssen, dass die Spieler im guten Zustand auch sind. Deswegen werden wir morgen regenerieren. Nachmittag haben die Spieler frei. Ist auch wichtig, dass man hier mal den Kopf auch mal zur Ruhe kommen lässt. Und dann werden wir das Gleiche nochmal machen wie in den ersten drei Tagen. Doppeltrainingstage und dann zum Abschluss des Spiels gegen Linz wieder ein guter Testspielgegner. Und geht davon aus, dass wir dann zum Schluss auch ein positives Fazit ziehen können.